Stefan Pietrek hier und willkommen zum neuen Video. Happy Christmas von John Lennon aus dem Jahr 1971 gehört auch heute noch zu den beliebtesten Weihnachtssongs überhaupt und ist auch jedes Jahr um dieselbe Zeit in den Charts zu finden. Also höchste Zeit für mich, hier mal ein entsprechendes Gitarre-Lern-Video, genannt Tutorial, rauszuhauen. Okay, lass uns anfangen mit dem Begleitrhythmus. Yeah. Happy Christmas wird in einem 6/8-Takt gespielt. Was bedeutet, wie der Name schon sagt, du hast 6/8-Schläge pro Takt. Für deine Gitarrenbegleitung bedeutet das, du zählst 1, 2 und 3 und 4, 5 und 6 und betonst dabei die Zählzeiten 1 und 4. Der Rest ist unbetont. Happy Christmas besteht aus den Akkorden A-Dur, B-Moll, E-Dur, Moment, D-Dur, E-Moll und den entsprechenden Sus 4 und Sus 2 Varianten bzw. Ad 9 Varianten und im Refrain noch ein G-Dur. Das Ganze jetzt der Reihe nach, das heißt jede Akkordsequenz für sich, das sind immer genau zwei Takte, mit Bild und Ton und einigen hoffentlich hilfreichen Erläuterungen. Bevor es jetzt weitergeht, wenn dir dieses Video gefällt, gib mir deinen Daumen, schreib was in die Kommentare und, falls noch nicht geschehen, abonniere meinen Kanal. Die ersten beiden Takte bestehen aus A-Dur und seinen Varianten. Zuerst ein A-Dur, dann Ringfinger weg zum A-Sus 2, dann kleiner Finger auf den dritten Bund der B-Seite zum A-Sus 4 und dann wieder zurück zum A-Dur. Den Begleitrhythmus kennst du ja, den habe ich am Anfang des Videos gezeigt. Diesen spielst du durch das ganze Lied hindurch. Die zweite Sequenz, B-Moll. Zuerst ein B-Moll, dann ein B-Sus 2, Mittelfinger weg, dann den kleinen Finger lösen von der D-Seite und auf den fünften Bund der B-Seite setzen. Die G-Seite bleibt frei und kann durch den Ringfinger abgedämpft werden. Und dann wieder ein B-Moll. Ein B-Sus 4 wäre eigentlich dieses Teil hier, also auch die G-Seite gegriffen im vierten Bund. Damit aber das Umgreifen schneller und einfacher vonstatten geht, lasse ich die G-Seite hier frei und dämpfe diese einfach mit dem Ringfinger ab. Und selbst wenn die G-Seite klingt, sie stört nicht wirklich. Die nächsten beiden Takte eine E-Dur-Sequenz, beginnend diesmal mit E-Sus 4, das heißt E-Dur mit zusätzlichem kleinen Finger auf dem zweiten Bund der G-Seite, dann E-Dur, das heißt kleiner Finger lösen, dann wird es etwas schwierig mit dem kleinen Finger auf die D-Seite in den vierten Bund, den Ringfinger brauchst du nicht in dem Moment, den kannst du lösen und dann wieder ein E-Dur.
Takt 7 und 8, dann wieder die A-Sequenz, genauso gespielt wie die ersten beiden Takte. Den ersten Teil der Strophe, Takt 1 bis 8, einmal im Zusammenhang. Wir kommen zum zweiten Teil der Strophe, beginnt mit einer D-Sequenz. Der erste Akkord ist ein D-Dur, dann ein D-Sus 2, Mittelfinger lösen, dann ein D-Sus 4, kleiner Finger greift auf den dritten Bund der hellen E-Seite und dann wieder D-Dur. Danach E-Moll. Dieses greifst du hier am besten mit dem ersten und dem zweiten Finger. Nicht wie gewohnt mit 2 und 3, wahrscheinlich wie gewohnt, sondern mit 1 und 2, weil damit lässt sich einfacher umgreifen. Als nächstes ein E-Moll Ad 9. Mittelfinger lösen, kleiner Finger greift den vierten Bund der D-Seite. Ein E-Sus 4, Mittelfinger wieder drauf und zusätzlich den Ringfinger auf den dritten Bund, auf den zweiten Bund der G-Seite und dann wieder ein E-Moll. Die nächste Sequenz A-Dur, diesmal aber beginnt mit A-Sus 4, dann wieder A-Dur, A-Sus 2 und ein A-Dur. Und die letzte Sequenz ist wieder eine D-Dur-Sequenz, beginnt mit D-Dur, dann D-Sus 2, D-Sus 4 und D-Dur. Den zweiten Teil der Strophe, auch einmal im Zusammenhang, das ist Takt 9 bis 16. Der Refrain beginnt
mit zwei Takten G-Dur und dem Anschlag, den du schon aus der Strophe kennst. Dann zwei Takte A-Dur, diesmal völlig ohne Variation. Ein Takt E-Moll. Ein Takt G-Dur. Ein Takt D-Dur. Und ein Takt E-Dur. Dann Refrain, einmal komplett. Von mir zu Happy Christmas von John Lennon und Yoko Ono, die darf man nicht vergessen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir deinen Daumen, schreib was in die Kommentare und abonniere meinen Kanal. Ciao und bis zum nächsten Video.